Honda setzt bald die neuen A330-200er ein. Naja, neu sind sie nicht, sie sind gebraucht, aber von Etihad und haben eine richtige Lie-Flat Business Class. Der Lufthansa-Sale ab Brüssel in der First Class, ein Partner-Sale, ist verlängert worden von der Lufthansa. Und dann gibt es ein neues Kapitel im Streit zwischen Airbus und Qatar Airways in der Farbensaga. Mein Name ist Lars Korsen und ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Ja, ganz wichtig an dieser Stelle wie immer, Abonnierbefehl. Abonniert den Kanal, denkt daran, dass ihr die Glocke anmacht und vor allem unten kommentiert und ein Like da lasst. Ich hatte es angekündigt, wir haben ein super Event mit Air Baltic geplant. Leider nur 5 Plätze. Was wird geboten für das Geld? Wir werden am 10. März nach Riga fliegen, beziehungsweise ihr werdet nach Riga fliegen in der Business Class. Das ist in dem Ticket inkludiert. Eine Übernachtung in Riga im Hilton Garden Inn ist inkludiert. Wir werden nämlich am nächsten Morgen gemeinsam in die Operation gehen. Wir werden uns da einfach mal anschauen, wie die Air Baltic operiert und wie es aussieht. Operiert, ja, muss man sagen, operiert. Ne? Wir werden des Weiteren uns mit Herrn Martin Gauss, solange es der Terminplan von ihm erlaubt, treffen. Er wird uns ein Update geben und ganz, ganz wichtig, wir werden auch mit dem Head of Loyalty von Air Baltic, wer noch keinen Air Baltic Status hat, das ist die Möglichkeit, einen Status vielleicht zu bekommen mit Status Match, unterhalten, wie die Loyalität bei Air Baltic funktioniert. Und danach werden wir uns auch nochmal mit dem Produkt auseinandersetzen. Das heißt also, wir werden da mit den Air Baltic Spezialisten uns über das Produkt austauschen, wo unser Feedback bei denen vielleicht am Produkt etwas Positives bewirkt. Wie könnt ihr daran teilnehmen? Ganz einfach, meldet euch bei mir. Ganz, ganz wichtig, die erste Woche, also das heißt, wenn ihr euch innerhalb der 7 Tage meldet und ich gehe davon aus, dass die Plätze, die 5 wegfliegen, wie nichts Gutes, dann kostet das Ganze 449 Euro. Da ist halt wirklich der Flug inkludiert und auch die Hotelübernachtung. Ihr könnt natürlich auch gerne, Business-Class-Flug, ne? Ganz wichtig, und ihr könnt dann auch gerne nochmal mehr Details bekommen. Schreibt mir einfach, unten in den Shownotes steht meine Kontakt. WhatsApp-Adresse drin. Also da könnt ihr einfach ein WhatsApp schicken und dann erkläre ich euch das gerne. Erstes Thema, Condor. Lasst uns da einfach mal reinschauen. Ich hatte ja schon erzählt, dass die Condor mit den A330 von der Etihad ehemals rumfliegt und die ersten Ziele sind ja auch schon quasi ab heute am Start. Das ist Mallorca. Die DE1514 soll das auch sein, ist auch wahrscheinlich schon in der Luft. Und es wird nicht mit einem A320 oder einem 321er geflogen. Was erwartet euch an Bord? Die Etihad Economy Class. Aber das ist nicht unbedingt das Phänomenale. Das Phänomenale ist die Business Class. Und es ist eine Lie-Flat Business Class. Man hat 262 Plätze, darunter 22 Business Class Sitze. Wer Air Berlin Fan ist, wird die Sitze wieder erkennen, weil das sind die alten Air Berlin Sitze. Oder waren es damals bei Air Berlin die neuen Sitze, ganz genau. Also insofern, das wäre das Neue. Auch die Sitzbezüge sind geändert worden in der Farbgestaltung. Die Kopfschützen haben ein sehr schönes Condor-Logo drauf. Also insofern ein tolles Produkt und ein Erlebnis. Erst die 330er 900er, also die Neos, die ich auch schon erwähnt hatte, die haben eine Dreiklassenbestuhlung. Die haben nämlich eine sogenannte Premium Economy mit dabei. Aber das sind alte News, das wisst ihr ja, wenn ihr uns folgt, dann habt ihr das ja schon gesehen. Also wie gesagt, die neuen 330er kommen jetzt erstmal rein, werden bis 2024 fliegen. Was bleibt uns noch zu erwähnen? Ausprobieren, wer es von euch getan hat, wer von euch heute nach Mallorca geflogen ist, kommentiert unten oder schreibt mir auf WhatsApp. Ja, Etihad ist ja auch am Persischen Golf, genau wie Katar bzw. Doha am Persischen Golf ist. Da gibt es eine neuere Geschichte und zwar Qatar Airways hat irgendwie eine einstweilige Verfügung erwirkt in England gegen Airbus und da hat Airbus, ist es eine Schlappe, ich weiß es nicht, aber zumindest hinnehmen müssen, dass man nicht mehr die Lieferpositionen, die 50 Stück, ihr wisst, die 321er, die nicht mehr, also Neos sind es ja sogar, die nicht mehr an die Qatar Airways gehen sollen. Ich weiß jetzt gar nicht, aber wie echt das war von Airbus, weil Airbus ja auch die Produktion erhöhen muss, um überhaupt der Nachfrage Herr zu werden.
Also insofern, die dürfen es einfach nicht. Die dürfen die Lieferpositionen gar nicht weitergeben. Und um einen fairen Wettbewerb zu garantieren, muss Airbus quasi die Flugzeuge in der Planung lassen. Also eine etwas schwebende Situation für beide. Ist das fair? Ist das unfair? Da wäre ich froh, wenn ihr eure Meinung sagen würdet. Ja, dann hatte ich noch gelesen, dass Airbus die Produktionszahlen anheben möchte für die A320er-Serie. Man möchte da halt wirklich das Ziel der Flugzeugzahlen, die man bauen möchte, bei den Neos erhöhen in Toulouse und 21er sind natürlich damit auch. Dann möchte man die Rate auf 65 Stück pro Monat erhöhen. 65, das sind jeden Tag zwei Stück und ein bisschen, ne, je nach Monat. Und das ist dann auch nach der Rekordbilanz von 2021 natürlich ein sehr, sehr gutes Ziel. Der CEO von Airbus sagte auch, dass man dieses halt machen muss, ganz einfach, um die Nachfrage zu besiegeln. Wie groß ist die Nachfrage? 3 von 4 Flugzeugen, die Airbus 2021 verkauft hat, waren ganz einfach 321er Neos. 581 der insgesamt 771 Neubestellungen entfielen auf das Topmodell A321 Single Aisle und vor allem in der XLR-Version. Und ein Gerücht, was es auch gibt, ist gerade bei Wizz Air. Wizz Air, die ich ja eigentlich gar nicht mehr lieb haben dürfte, ihr wisst ja, ist es so, dass Wizz Air eine Erlaubnis erbeten hat, um Frachtflüge in die USA zu machen. Und da fragen wir uns, haben die Frachtflugzeuge eigentlich nicht? Das ist wahrscheinlich der Schritt, um dann aus den Fracht Passagierflüge zu machen und damit dann mit den XLRs, die man bekommt. Und wir wissen ja, dass da sehr viele bei den ungarischen Wizz Air Jungs bestellt sind, damit dann wirklich vielleicht von unserem Kontinent rüber nach Amerika geflogen wird. Ja, und dann soll die Entscheidung Mitte 2020 fallen, dass man die Rate von 70 bis 75 Flugzeugen pro Monat bekommt. Das heißt also 5 bis 10 Stück mehr im Monat. Und das ist machbar. Der Korridor ist ein Entgegenkommen der Partner, weil man ist natürlich bei Airbus abhängig von den Komponenten, die geliefert werden. Und man muss auch natürlich das Ganze in einer Balance halten, die Nachfrage und die Lieferketten. Das ist halt das Riesenproblem, wenn man die ganzen Bauteile wie Legosteine aus der Welt zusammenfliegt nach Toulouse oder in die Fabriken, wo sie halt zusammengebaut werden. Und da kann es halt nicht sein, dass man Schwankungen hat, weil das dann zu viele Probleme auch bei den Marktbegleitern infolge von Komponentenproblemen bringt. Ja, das letzte Thema, was ich heute euch bringen möchte, auch etwas freudig, ist der Deal von der Lufthansa, der Partner Sale. Den hatte ich ja schon mal vorgestellt aus Brüssel in der Swiss oder Lufthansa First und Business Class. Da gibt es Ziele wie Dubai zum Beispiel für 3.699 Euro für 2 Personen. Ist das jeweils in der First Class oder in der Business Class von 1.600, habe ich aber klein geschrieben, ne? 1.909 Euro. Also insofern, da sind viele Möglichkeiten. 3.899 First Class war es von Brüssel aus nach Dubai, nur damit wir das jetzt richtig gesagt haben. Dann weitere Ziele sind natürlich alles Business Class, Johannesburg mit 2099, Sao Paulo 2399 und Sao Paulo ist auch ein Ziel, was man in der First Class fliegen kann, 6099 Euro. Bangkok ist auch mit First Class 4.099 Euro, Delhi 4.099 Euro. Ist nicht ganz von der Entfernung her so toll. Aber in der Business Class gibt es dann auch noch Ziele wie Beirut für 1.199. Denkt dann, das sind immer für 2 Leute, ne? Oder aber auch, wenn man sich so ein Ziel nimmt wie Kairo 1.099. Also sind also keine Ziele, die wirklich Meilen bringen. Aber wenn man halt ein Ziel sich anguckt, was halt wirklich Meilen bringt, wäre Sao Paulo für in der Business Class 2.399. Ist aber nur in der P-Klasse, gibt also nur 100%. Deshalb für mehr Bang for the Buck gibt es in der First Class, weil es da die 300% Meilen gibt. Und dann natürlich die doppelten Meilen, wenn ihr noch dieses Quartal und das nächste Quartal, also das erste und zweite, bis zum 30.06. fliegt. Was bleibt mir noch zu sagen? Ich freue mich, wenn ihr euch meldet zu dem Event, was wir in Riga haben wollen, machen, tun.
ihr wisst, was ich meine. Also das Event, was stattfinden wird am 10.11., vielleicht auch am 12. März, aber das Hauptevent ist halt am 11. in Riga. Das ist die derzeitige Planung. Gibt auch ein bisschen Kleingedrucktes. Also da können wir gerne drüber sprechen. Und wichtig, kommentiert unten in der Kommentarspalte und gebt uns ein Like, abonniert uns und ganz, ganz wichtig, Glocke anmachen. An dieser Stelle auch nochmal gute Besserung an den Kollegen Hoffmeister, der krank da niederliegt. Ihr habt euch ja gewundert, warum er nicht bei der Sendung dabei ist. Es ist nichts Ernstes, es ist der klassische Virus, den alle im Moment haben, wenn sie einen haben. Also insofern, er ist auf dem Weg der Besserung. Er will aber für euch auch wieder hübsch sein. Deshalb hat er sich bis nächste Woche entschuldigt. Morgen machen wir die Lufthansa Group Update. Machen wir jetzt sonntags. Und da schauen wir einfach mal weiter. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, ich glaube nicht. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff und der heutigen Ausgabe. Und bis morgen. Also, danke, ciao.